Ich ging durch die Straßen von Tromso, was recht angenehm war wegen der dramatischen Gletscherlagune und irgendwelchen Slopes hier abhängen. Tromso, eine Stadt im hohen Norden, von der aus wir aber auf jeden Fall noch weiter in den Norden reisen wollen. Wir wollen natürlich in die Arktis, wenn das irgendwie geht, das wäre schon ziemlich toll. Wie jemand diese Kälte überlebt, kann ich nicht verstehen. Es schien mir, dass meine Körperwärme durch die Ledersohlen meiner Schuhe entkommt. Und ich war schnell überzeugt, dass ich ein Eiszapfen werden würde, bevor ich zu meinem Herrn zurückkehre. Aber mein Zorn hielt mich warm, als ich eine Mademoiselle Fleischer traf, die mich auf der Straße ansprach, ohne Ironie, ob es für jemanden wie mich eine Ehre wäre, ihre Stadt zu besuchen. Sie meint als Franzose? Natürlich. Tromso ist das Paris des Nordens. Und es wurde eine Partnerschaft zwischen den Städten versprochen. Tromso ist die zweite Hauptstadt von Norwegen. Norwegen? Ach, sind wir schon wieder in Norwegen? Ja, stimmt. Norwegen erstreckt sich da oben. Ich hätte irgendwie gedacht, wir wären noch in Finnland, aber nein, natürlich sind wir in Norwegen. Das macht total Sinn. Mademoiselle, ich reise um die Welt. Ach so. Dann sollen wir mal Tromso genießen, solange wir können. Super. Sie verschwindet in den Straßen. Straßen, die mit den Boulevards von Paris nichts zu tun haben. Ah, ich habe schon wieder vergessen. War ich schon im Markt? Mal schnell in meinen Koffer schauen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hätte nochmal nachschauen sollen, bevor ich die Aufnahme starte. Das wäre klug gewesen. Schauen wir mal, wann hier was abfährt. Der fährt morgen um 10. Das heißt, ich habe sowieso keine Zeit mehr, um auf den Markt zu schauen. Ich brauche auf jeden Fall noch Ausrüstung, um die Kälte zu überstehen, wenn ich hier weiter nach Norden fahre. Ich glaube, mein kleines Kälteset hier mit den. Was habe ich denn eigentlich hier? Genau, die Stiefel, das reicht noch nicht. Ich brauche noch das zweite Teil dazu. Das wäre also ganz cool, wenn wir das irgendwo kaufen könnten. Ansonsten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich war schon auf dem Markt. Denn dieses Event, das ich hier jetzt gerade hatte, war auch schon mein Explorer, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Denn ansonsten habe ich jetzt wieder einen Markt verpasst, auf dem ich hätte verkaufen und einkaufen können. Ich werde auf jeden Fall mal übernachten und morgen um 10 reisen wir ab mit der ersten Möglichkeit, die sich bietet. Aber vorher. Tromso by night was no more endearing and it was substantially colder. Nor was it Parisian. I did little but wander in a state of some isolation until I stumbled upon a bar in which several fishermen and women were playing chess matches. It was hardly fine entertainment. But it passed the early part of the night, and when I finally retired, I had at least learned a few more colorful Norwegian words for seal. Wunderbar. Okay, gar nicht lange warten. Ach, ich habe mir gar nicht geschaut. Zwei Koffer gehen hier nur. Den Rest muss ich wohl hier lassen an Sachen. Beziehungsweise 47 Pfund für Extras. Base klingt sogar fair, dann kann ich zumindest das nächste Mal dann in Smirenburg hier verkaufen. 47 Pfund ist jetzt nicht die Welt. Ja, ich denke, das kann man sich schon mal leisten. Gut, High Winds and Cold Weather. Kaltes Wetter meine ich. Aber die Stiefel helfen ein bisschen. Damit sollten wir ein bisschen durchkommen. Ich habe außerdem mal nachgeschaut online, wie sich's hier mit dem Gesundheitszustand unseres Herrn Fock hier verhält. Und es ist wohl so, wenn er unzufrieden mit mir ist,
weil ich Dinge gemacht habe, die nicht seinem Charakter entsprechen, dann kann ich die auch nur langsamer wiederherstellen. Und wenn wir jemals auf Null kommen, dann kann ich keine Reiserouten mehr nehmen, bei denen er weiter verlieren würde, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie die Reise komplett abbrechen müssten unter diesen Umständen, was schon mal ganz gut zu wissen ist. Ich habe eine Transportmöglichkeit für uns arrangiert, sagt Herr Fogg. Cool wie eine Gurke. Das funktioniert auch nur auf Englisch. Aber, Monsieur, das ist meine Aufgabe. Ist er denn unzufrieden mit meiner Arbeit? Oh. Ich wäre wohl überrascht von unserem nächsten Ziel, sagt er. Wir fahren nach Norden. Sehr weit nach Norden. Wie weit nach Norden? So weit nach Norden, wie ich es eh schon geplant habe, oder? Smeerenburg. Ich hab das nördlichste Norden geplant, das man haben kann. Nordpol. Nördlicher kann er wohl kaum wollen. Er zeigt mir Smeerenburg auf der Map und sagt dann, dass das sehr nordnördlich ist. Vielleicht sogar sehr, sehr nördlich. Aber sollten wir nicht weiter nach Osten? Manchmal, Passepartout, ist die beste Art, einen Knoten zu entknoten, ihn überhaupt nicht zu entknoten. Manchmal muss man einfach hindurchschneiden. Die alexandrische Lösung, wie der gordische Knoten bei Alexander dem Großen. Aber wenn er Alexander der Große ist, bin ich dann nicht sein treues Pferd Bucephalus? Nein, ich bin kein Tragetier. Ich bin natürlich ein treuer Diener. Und unsere Beziehungen verbessern sich ein wenig. Das ist doch schon mal ganz gut. Alles klar. Dann werde ich mal reden, mit wem ich reden kann. Mit Monsieur Fogg. Bitte sehr. Hosen, Shirts, Biscuits. Wundervoll. Da haben wir den doch schon gleich auf 80 hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir wirklich in die Arktis reisen, dass das bei ihm lange besonders oben bleibt, der Zustand. Die Kapitänin unseres Ballons war eine dunkelbrauige Frau mit dem Namen Jana Starostina. Klingt schon sehr russisch, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Was für eine Siedlung ist Smeerenburg? Ich spreche das übrigens bestimmt auch vollkommen falsch aus. Keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Smeerenburg? Smeerenburg wäre wahrscheinlich so norwegisch, ne? Smeerenburg. Ich stelle mir ein eisbedecktes Testament auf die Schönheit der Natur vor. Man sollte besser bei scharfem Verstand sein. Es ist ein von den Gesetzen verlassener Ort. Und, naja, sie lässt mich verstehen, dass mein Herr und ich da vielleicht nicht ganz so reinpassen. Ich drücke mal meine Brust nach vorne und sage, mein Herr ist ein Engländer, und zwar ein Gentleman. Okay, nicht betrunken werden und sich nicht in Kämpfe völkeln lassen und dann geht's uns gut. Das merke ich mir mal. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da schlimme Dinge passieren können. Das ist ein Pomor Hunting Balloon, ein Jagdballon. Interessant. Alles klar. Die eiserne See unter uns ist doch recht belebt. Wir sehen tauchende Kreaturen und Fischschulen und mindestens einmal einen Wal. Ich frage mal unseren Kapitän, ob viele Leute hier im Norden sind und sie lacht nur. Genügend, um einen Streit anzufangen. Mehr als genügend. Und dann tauchten wir tiefer ab und betrachteten ein Walfangschiff,
das einen blutenden Leviathan aus dem Meer brachte, gerade als wir an Land gehen. Okay, einige unserer Besitztümer sind hier wertvoll. Explore werde ich gleich schon noch machen, aber zuerst mal möchte ich zum Markt. Eisenerz klingt gar nicht mal so schlecht. Es ist hervorgehoben, es steht aber nicht dabei. Ah doch, hier ist es. It's valuable here. Verkaufe ich. Und die Kalevala ist auch wertvoll hier? Nein. Warum ist die jetzt gelb? Das verstehe ich auch nicht. Das hier ist aber wertvoll hier. Vielleicht ist es nur so semi-wertvoll hier, aber ich weiß nicht, ob wir nach Burlington oder Regina kommen. Hail, keine Ahnung. Solange ich. Oh ja, gut, 230 ist, glaube ich, mehr, als ich bezahlt habe. Ich verkaufe es mal. Ich habe keine Ahnung, wo Hail ist und ob wir da hinkommen. Wenn wir doch hinkommen, dann habe ich halt Pech gehabt. Falsche Zähne. Burlington, San Francisco, San Pedro. Soldiers. Magnetischer Kompass klingt am Nordpol erstmal nutzlos. Denn da kann man sich leicht. Ich meine, es zeigt natürlich immer zum Nordpol, aber zum magnetischen Nordpol. Und außerdem kann man sich dann wahrscheinlich trotzdem leicht verirren, wenn man ja eigentlich keine Ahnung hat, wo in Relation zum Nordpol man sich denn jetzt befindet. Ich kaufe ihn trotzdem mal ein, vielleicht hat er ja einen Nutzen. Die falschen Zähne. Ach Gott, San Francisco, Burlington. Ich glaube nicht, dass ich da vorbeikomme. Wobei, vielleicht kommen wir in Amerika raus, man weiß ja nicht. Wobei da, ja. Ah, das hier kaufe ich mal noch. Das kann man gebrauchen. Und die Zähne. Ach, wahrscheinlich haben wir eh nicht genügend Platz für das ganze Gepäck. Wenn wir hier weiterreisen. Ich erkunde mal. Nein! Oh, mein Erkunden ist schon vorbei. Ah, ich war zu langsam. Nein! Nicht gut, nicht gut. Der Gestank von Smerenburg durchdringt alles und vermischt sich mit dem Kohlesmog und den Dampfwaden zu einem faulen Geruch, der sich ölig über die ganze Siedlung legt. Ich huste nur und ersticke fast. Und Herr Fock ist verantwortlich dafür, dass wir uns in diesem Ort befinden, was eigentlich gar nicht stimmt, denn ich wollte ja auch da hoch. Okay. Ein Typ mit finnischem Englisch oder Englisch mit finnischem Akzent kommt vorbei und ich begrüße ihn einfach mal freundlich. Man weiß ja nicht. Sollte ja keinen Streit anfangen hier. Der zeigt mir ein paar Kupferkessel in einem Ofen, aus dem schwarzer Rauch aufsteigt. Und dort wird Walblubber gekocht, um daraus Öl und Benzin zu machen. Man gewöhnt sich an den Geruch. Na toll. Ich stelle mich mal vor und er schüttelt mir die Hand. Aber es scheint ihn nicht so besonders zu interessieren, den guten Viti Jokinen. So, was machen wir denn hier? Wir fahren um die Welt natürlich. Vielleicht hat er eine Route für uns. Er hatte eher gehofft, dass wir Geologen sind. Sucht er öfter nach Geologen? Scheint mir eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen trifft. Also, in der Arktis sind Jäger, Abenteurer und Wissenschaftler. Und er kennt sich vielleicht aus? Ah nein, er ist einer von dieser Gilde der Erbauer. Die gibt es sogar hier oben. Ah nein, in Virgohamna. In der Nähe, zumindest, wenn man hier von Nähe sprechen kann. Aha, er ist auf einer Expedition zum Nordpol. Oho, da horcht auch unser Herr Fock auf. Und kauft dem, er gibt dem einen Drink aus? Unglaublich. Okay, also ich habe das Gefühl, unser Herr Fock möchte auch unbedingt zum Nordpol. Da schaue ich mir das mal an. Okay. Schon sind die beiden weg und sind fleißig am Planen. Na toll.
Und ich bin shabby. Shabby? Warum shabby? Weil ich von Öl bedeckt bin? Na gut, dann exploren wir mal ein bisschen hier. Gucken wir mal, was wir finden. Ich habe keinen Herrn mehr in dieser kalten Stadt. Und ich laufe durch die gepflasterten Straßen. Und eine Gruppe von hartgesottenen Männern und Frauen sind dabei, das Fleisch eines Wals von den Knochen zu lösen. Und reden dabei mit einer Gruppe zitternder Prostituierten am Hafendock. Und... ich meine, ich sehe das. Ich rede mit der Gruppe. So, ich bin das, der mit der Gruppe redet. Da war ich etwas zu schnell. Und außerdem vermeide ich eine Schlägerei in den Tavernen. Gut, gut. Ich konnte nicht aufhören, über den Nordpol nachzudenken. Es war ein Traum. Ein Mythos. Aber Menschen sind gestorben auf der Suche nach dem Nordpol. Oder sie waren Jahre und Jahre im Eis verloren und in den arktischen Meeren. Sie haben ihre Schlittenhunde gegessen und ihre toten Freunde und ihre Seelen im eisigen Wasser zurückgelassen. Das waren meine Gedanken in dem Moment, als mein Herr zurückkam. Mit einer ungewöhnlichen Röte im Gesicht. Passepartout! Wir gehen zum Nordpol. ich werde mal besser heißes Wasser vorbereiten. Was konnte man auch sonst sagen? Alles klar. Ja, finde ich ja cool, dass unser Herr hier, Monsieur Fogg, das direkt organisiert hat. Wann geht's denn los? Morgen um 10. 700 kostet es mich. Naja, für eine Reise zum Nordpol ist das eigentlich günstig. Man bedenkt, dass der Elefant durch den indischen Dschungel 2900 gekostet hat. Wir könnten in der Bank vorbei, aber die hat morgen keine Chance mehr. Ich war schon beim Markt, hat mir also überhaupt nichts gebracht, dass ich das hier gerade nochmal angeklickt habe. Ich wollte aber schauen, wie viele Taschen ich denn mitnehmen kann. 2 Stück. Dann sollte ich noch Dinge verkaufen, außer ich kann mir extra Taschen einkaufen. Nochmal zum Markt. Wenn ich mir eine Tasche frei machen würde, was würde ich verkaufen? American Wardrobe, habe ich gedacht, kann ich nochmal brauchen. Open Road klingt eher nicht so nützlich. Vielleicht, was brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder muss ich frei machen. Das Shortbread war ja schon ganz interessant. Die Stiefel brauche ich auf jeden Fall. Wodka klingt auch unglaublich gut. Der Kompass klingt unglaublich gut. Das Englishman Set möchte ich eigentlich behalten. Ich denke, die Cowboy Boots sind eher nutzlos. Also wenn ich die Cowboy Boots, den Windscarf und die Driving Caps und die Shortbread Biscuits verkaufe, dann hätte ich genügend Platz in 2 Koffern. Ich glaube, das würde ich dann mal versuchen. Also das wäre alles hier Dusty Road. Was ich nicht mehr so unbedingt brauche. Die Biscuits tut mir ja weh, aber ich glaube, der Buffalo Hide, auch wenn der hier wertvoll ist, ich glaube, der kann mir noch sehr nützlich sein. Das möchte ich mal gucken, ob das Spiel darauf eingeht, dass ich den dabei habe. Das heißt, die Shortbread Biscuits müssen gehen. Und dann müssen wir ein bisschen umorganisieren, um hier einen Koffer frei zu machen. What? Moment. Ah, endlich, danke. Ich dachte schon, das geht jetzt hier nicht. Und schon sind wir bereit, da morgen aufzubrechen. Also gibt es eigentlich keine weitere Zeit zu verlieren. Wir gehen ab ins Hotel. Und ich werde mal ganz gründlich ausschlafen. Denke ich mal. Obwohl, ja. Ich kümmere mich um den Herrn Fogg, dass der möglichst weit oben ist für diese Reise. Nur weil ich das Gefühl habe, dass das noch lang gehen kann. Und anstrengend wird. Da möchte ich ihn möglichst hoch haben. Kriegt nochmal einen Haarschnitt. Bei mehr Haare doch eigentlich helfen bei Kälte. Naja. So, jetzt geht's ihm richtig gut. Und wir reisen ab zum Nordpol. Kommt nächsten Mittwoch an. Ja, ist logisch. In einer Woche zum Nordpol, oder was? Zwei Suitcases. Oh, ja. Genau, hier. Arctic Conditions. Weiß ich nicht, ob ich das eben schon lesen könnte. Ich habe leider nur die Boots, aber das haut richtig, richtig rein. Und dann müssen wir von da auch wieder wegkommen. Das ist noch das Problem. Naja, egal. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Und ich habe alle Märkte abgeklappert, an die ich mich erinnern kann. Also mehr gab es nun wirklich nicht. Ich gehe mal wieder auf Englisch hier für diese Geschichte, weil ich glaube, das könnte spannend werden. I confess, I gaped like a simpleton when Monsieur Jokinen showed us the enormous contraption that would lead the polar expedition. We call it the Ice Walker, he said, patting one of the enormous metal skis attached to the machine's underside. More of an ice skier or an ice slider, no? Don't sound awful. Don't listen to him, Coulter. He told the ice walker soothingly and covered a slight smile with one graceful mittened hand. The machine was vaguely boat-shaped, with a pilot's bubble of reinforced glass at the front. A wicked-looking harpoon was mounted at the back, above a vast hatch with no clear purpose I could discern. Perhaps an airship hangar door? The hull itself resembled that of a Koch. Koch? Was ist das? Ist das auch eine Art von Maschine? Used by the Pomor people for Arctic hunting. Rounded lines, an additional layer of flush skin planking, a protective false keel. Who designed this marvel? Ich möchte ihn mal nicht beleidigen und sagen, dass ich es nicht zuverlässig finde. She's a result of 3 years of work and hundreds of artificers' ingenuity and sweat, Monsieur Jokinen said, unable to keep the pride from his voice. And what did you design? I asked, taking my cue from his tone. I designed the fail-safes. His expression shuttered. Hopefully, you will never even see them. Monsieur Fogg cleared his throat behind me. Let us go aboard, Passepartout. His eyes looked overly bright. No, not fevered, but eager. It was unsettling to see him like this. I was so used to his mask of cool indifference to the triumphs and disasters that had best beset us. Alles klar, der Herr Fogg ist ja wirklich, wirklich, wirklich motiviert hier für diese Reise. Da ich hier mich um ihn kümmern kann, werde ich das auch gleich mal tun. Habe ja eh keine andere Option. Und dieser Icewalker hier, ich hoffe mal, dass die Failsafes auch gut funktionieren, die der Mr. Jokinen hier designt hat. Wir machen es uns gemütlich und zwei Pfeifen signalisieren unsere Abreise. Das Rumpeln der Boiler und ein Krachen des Eises signalisiert ebenfalls, dass wir jetzt uns auf den Weg machen in die Arktis. Ich fragte mich, ob wir den Nordpol finden würden und vielleicht Geschichte schreiben. Ich drehte die Walöllampen runter und stieg ins Bett. Aber es sollte noch eine lange Zeit dauern, bevor ich einschlafen konnte. Okay, ich möchte mit jemandem reden, wenn ich darf. Mit Monsieur Fogg. Hier, etwas rum. Ein Wollshirt. Und die Hose. Ja, so können wir ihn regelmäßig wieder aufpäppeln. Das ist gut. Wir stoppten in der nahen Bucht von Virgo Hamna, um einen großen Ballon uns zu unserem Konvoi hinzuzufügen, der für meteorologische Ablesungen genutzt wurde und für kurze Erkundungstouren. Ein einsamer Erbauer bemannte den kleinen Hangar, der an diesem eisigen Strand sich befand. Und starrte den Icewalker an. Was für eine vulgäre Maschine. Ich finde, die ist ziemlich wunderbar, denn das ist das Einzige, was uns hier sicher hochbringen wird. Ach so, ist das so, sagt er. Ich bin Salomon August. Ach Gott, der Name. Salomon August André. Ich schlage vor, dass wir meinen Ballon zum Nordpol nehmen, aber der Rat möchte ihn nur zum Support einsetzen, zur Unterstützung und hat mir befohlen, zurückzubleiben.
Hat er denn den Ballon ganz selber entworfen? Natürlich. Warum? Was hast du gehört? Ich bin mal still, als hätte ich ein Geheimnis. Und er seufzt. Er hat seinen Ballon privat hergestellt. Ohne Genehmigung der Gilde. Und zwar, weil das alles altbackene Hinterwäldler sind, die längst in der Vergangenheit leben. Er knirscht mit den Zähnen. Die haben es schon die ganze Zeit auf mich abgesehen. Ich verstehe, warum dieser Mann in so einem abgelegenen Ort hier arbeitet. Ich verschwinde. Ich möchte mich nicht in deren Politik einmischen. Und da werde ich schon von Herrn Jokinen zur Seite genommen. Sollten wir nicht jeden Ingenieur mitnehmen, den wir mitnehmen können? Oder, achso, ja, zu viele Köche verderben den Brei. Oder das Soufflé in diesem Fall für uns Franzose. Und der Herr André ist ein bisschen zu besessen mit dem Nordpol. Ein bisschen polwahnsinnig. Und ich fürchte, mein Herr ist das auch. Oh, und da geht schon meine Einstellung ihm gegenüber in die Bäche oder umgekehrt. Seine Einstellung mir gegenüber. Unser Kurs ist jedenfalls nicht mehr zu ändern. Es geht jetzt hier auf eisigen Wegen nach Norden. Zum Frühstück werden uns unsere weiteren Expeditionsteilnehmer vorgestellt. Ich achtete besonders auf Raja Juho, der Anführer der Forscher der Erbauergilde. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass bei den Erbauern hier möglicherweise noch einige politische Dinge abgehen werden und die sich vielleicht in die Haare kriegen. Sie bemerkt, warum wir denn hier Gäste mitnehmen, statt mehr Wissenschaftlern. Bitte. Wurde sie denn hier ohne Manieren erzogen? Entschuldigung. Wir haben das wohl bezahlt. Und zwar gut bezahlt. Naja, eigentlich war es gar nicht mal so viel. Ich meine, unsere Pazifiküberquerung damals hat uns 4.000 gekostet. Die Reise zum Nordpol kostet uns 700. Das ist eigentlich fast lächerlich. Naja. Die haben jedenfalls ganz gut verdient an meinem Herrn, sagen sie. Naja. Wie dem auch sei. Wo kommt sie denn her? Demoiselle Juho ist eine der 7 Sami, Mitglieder eines Stammes, der im arktischen Zirkel hier lebt. Und eine von 7, die eben der Erbauergilde beigetreten sind. In ihren vielen 100 Jahren, seitdem sie existiert. Aha, aha, aha. Sind ihre Stammesmitglieder denn stolz? Ja, die glauben noch an Hexerei. Aber sie hat die Wissenschaft gewählt. Ha. Sicherlich ein schreckliches Opfer. Ach nö. Sie hat sich gut bei den Erbauern eingefunden. Na, dann ist ja gut. Worauf ist sie denn spezialisiert? Meeresbiologie, ja. Naja, das hilft vielleicht, wenn wir mal irgendwie unters Eis geraten sollten, was ich nicht hoffen will. Gut, gut. Sie erzählt mir in viel zu viel Detail die Fortpflanzung der örtlichen Fischarten. Wie dem auch sei, interessiert mich nicht. Ich werde mich weiter um Herrn Fock kümmern, dass es dem auch gut geht. 85, das ist schon mal ganz super. Und dann kommen wir nachmittags plötzlich an eine eisige Klippe. Viel zu steil, um mit dem Icewalker hinaufzufahren. Gibt es einen anderen Weg außenrum?
Der Herr Jokinen schaut mich nur an und zieht an einem Hebel. Und plötzlich beginnt alles mit einem viel höheren Piepsen zu zischen und zu kreischen. Und ich sorge mal dafür, dass es meinem Herrn gut geht. Und halte mich gut fest. Und die Skier erheben sich plötzlich und das Ding hat Beine. Beziehungsweise Klauen, die sich in das Eis bohren und mit denen wir an dieser Klippe hinaufklettern können. Es gibt kein anderes Wort, es zu beschreiben. Die Ice Walker swung and hissed and spewed steam in great shrieking gouts, but we made it up in less than 5 minutes. Next time, Monsieur Jokin put in jovially, buckle up. Next time, give us some warning, I hissed. He grinned, his teeth white and very even. What would be the fun in that? I rolled my eyes and swore I would not let him discomfort me in the future. Okay, ein weiterer Tag, ein weiteres Event. Die Küste von Spitzbergen verschwindet bereits hinter uns. Kein Land mehr zwischen dem Ort hier und dem Pol. Zumindest keins, das jemals jemand entdeckt hätte. Es war natürlich möglich, dass nichts anderes als gefrorener Ozean und endloser Himmel hier existieren. Wildlife möchte ich nicht anschauen, da kommen bestimmt nur Eisbären. Es war Nacht in der Arktis, eine 4 Monate lange Nacht. Abgewechselt nur dadurch, dass der Schnee manchmal das Licht reflektiert und gelegentlich eine Aurora den Himmel ziert. Es war still. Und auch ein wenig schön auf eine brutale Art und Weise. Hinter uns die Lichter der Zivilisation und vor uns nur Weiß. Ich kümmere mich um Herrn Fogg. Die Zeit vergeht immer so schnell auf der Fahrt. Ich wärme gerade das Rasierwasser für den Herrn Fogg zu einer ganz genauen Gradzahl, als plötzlich eine Trompete bläst und ich Geräusche höre von vielen Stiefeln, die im Gang entlang rasen. Ich werde trotzdem... Ach nein, ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen, ob irgendwas passiert ist. Ich lasse die Vorbereitungen sein und schaue nach. Er seufzt nur. Aber es könnte ein Notfall sein. Ich folge dem Geräusch der Stiefel in einen hell erleuchteten Raum, ganz hinten in diesem Schiff. Monsieur Mesensky schreit Befehle an seine Gruppe von Jägern und schaut dann in meine Richtung. Was tust du hier, Zivilist? Was ist denn los? Er seufzt nur und zeigt auf blinkende Lichter. Es ist zu spät. Oh oh. Was passiert? Was passiert? Merd. Ich werde in einen Stuhl gezerrt und angeschnallt. Und dann blieb ich still, aufgrund des reinen Terrors, der mich umgriff. All die Jäger sind warm ausgerüstet und schwer bewaffnet, mit ernsten Gesichtern. Und dann löst sich dieser Raum, der ganze Raum löst sich vom Icewalker und fliegt in die Luft. Ein Gyrokopter. Oh, und ich bin mit an Bord. Ich Narr. Was habe ich nun schon wieder angestellt? Ich lehne mich mal in Richtung der Beobachtungsfenster.
Oh je, oh je. Nur Ozean voll von Eiszapfen zu sehen. Und wir sehen einen Wal. Jagen wir einen Wal? Diesen Wal? Oh Gott, das sind Russen. Die schreien irgendwas auf Russisch. Mir hat mir doch gesagt, ich soll mich von Russen fernhalten. Ja, sie jagen diesen Wal. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Nein. Stillsitzen und die Klappe halten. Na gut. Ich konnte den Wal sehen, wie er mit seinem Schwanz durchs Meer brach, als er versuchte, uns zu entkommen. Und dann ein Zischen, als die Harpune einen Schuss abließ. Ein Schrei des Triumphs. Unser Gefährt erzittert und schwingt herum. Die Instrumente drehen sich wild, aber der Harpunier hat sein Ziel getroffen. Und ein dickes Kabel verbindet uns jetzt mit unserem Ziel, das vor Schmerzen sich im Wasser windet und uns hinter sich herzieht, zusammen mit einer Spur von rotem Blut im Wasser. Sollte ich jetzt schon jubeln? Ich weiß ja nicht. Ich zittere eher vor Ehrfurcht vor diesem Schauspiel. Die Jäger immer noch ernst und dann eine weitere Harpune. Ein weiterer Schmerzensschrei. Und plötzlich werden wir nicht nur hinterhergezerrt, nein, wir taumeln durch die Luft. Und ich stütze mich gegen gegen die Stuhlbeine ab, stecke meinen Kopf zwischen die Beine, um mich auf eine Sturzlandung vorzubereiten. Der Monsieur Mesenski schreit noch ein paar Befehle und einer der Harpuniere kann sich nicht festhalten und fällt. Ein winziger schwarzer Punkt gegen den Himmel und die See. Mr. Mosensky versucht irgendwie zu helfen. Nein, er will den Platz des Harpuniers einnehmen. Oh, jetzt habe ich eine Chance, mich zu beweisen oder mich hier ganz weit tief in die Scheiße reinzureiten. Aber wer wäre ich denn, wenn ich nicht Passepartout wäre, der alles kann? Ich springe zuerst zur Leiter. Und er hält mich nicht zurück. Er wird unten gebraucht, um zu organisieren und zu kommandieren. Ich handle hier nur aus reiner Praktikabilität. Ich kann schon meine Mutter im Kopf hören, die beklagt, dass ich wieder so einen Hang zum Drama habe. Und der arktische Wind brennt an meinen Wangen und die salzige See spritzt hinauf und weicht meine Handschuhe auf. Ich halte mich an der Harpune fest und schwinge sie herum, um auf den Wal zu zielen. Ich lasse mir Zeit, um einen ruhigen Schuss zu bekommen. Die Harpune fliegt und trifft das Biest. Blut spritzt wieder mal heraus. Und dann dreht es sich um. Und das Harpunenkabel spannt sich an und es gibt einen kräftigen Ruck. Und meine Hand rutscht von dem Hebel. Ich fliege durch die Luft in den dunklen, eiskalten Ozean darunter. Oh Gott, ich hoffe, jemand rettet mich hier. Ich will nicht sterben. Ich habe zu viel riskiert. Ich sollte nicht so viel riskieren. Bin ich tot? Moment, ich bin nicht tot? Du ziegengesichtiger Idiot, sagt Mr. Mesenski. Er wollte doch nur die Klappe schließen. Es gab überhaupt keinen Grund, noch einmal zu schießen. Ah,
Also habe ich uns nicht. Na Moment, ich bin nicht tot? Du hättest dich fast umgebracht. Blöder Zivilist. Nächstes Mal überlass das Harponieren den Harponisten. Ja, Monsieur. Ich wickel mich dichter ein in meine Decken. Und er flucht nochmal. Wahrscheinlich habe ich jetzt all die russischen Fluchwörter gelernt. Schimpfwörter gelernt. Dann schüttelt er mir die Hand. Aber ich soll mir nichts drauf einbilden. Er denkt immer noch, ich wäre ein Idiot. Ich schlaf sofort wieder ein. Der Icewalker bewegt sich wieder. Okay. Oh, wir können mit der Frau Juho reden. Gehen wir mal über den Nordpol. Wie kommen wir denn weiter von dort aus? Eigentlich können wir doch dann direkt umkehren, weil dann haben wir ja die Erdrotationsachse umkreist und können direkt zurück nach London. Der Pol ist kein so leblicher Ort, wie man erwarten würde. Ach so, ach, jetzt gibt es hier Routen. Ja, Nordpol nach Yokohama, ist klar. Ja, höchstens vielleicht hier, keine Ahnung, Irkutsk? Sounds unlikely, na wundervoll. Warum sind wir hier? Aufgrund unserer Pflicht. Ich würde von da aus gerne nach Gastown. Gastown? Nein. Nach Honolulu, ja sicher. Reykjavik, ja, Reykjavik ist super. Ah, nutzlos. Keine Route hat sie für uns. Keinen Vorschlag. Ich bin ja jetzt schon bei 42 Minuten oder sowas in der Folge. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht aufhören, bevor ich den Nordpol erreiche. Ich kann doch jetzt nicht hier mit einem Cliffhanger enden. Aus dem Rücken des Icewalkers kommen einige Klemmen hervor und greifen sich den Wal aus dem Wasser und ziehen ihn in unser Maul hinein. Dort wird er zu Treibstoff verarbeitet. Ich bleib da mal fern, ich habe schon genug angerichtet. Ich gehe lieber in die meteorologischen Labore und kann vielleicht schauen, ob das Wetter gut wird oder bleibt. Ich nicke nur, als sie mir zu verstehen gibt, dass ich wahrscheinlich nicht den stärksten Magen habe, wenn ich hier vor dem Wal fliehe. Naja, immerhin schmeißt sie mich nicht raus. So, ich kümmere mich nochmal um Mr. Fogg. Ich meine, eigentlich brauche ich keine Route zu finden. Egal was passiert, der Icewalker muss ja irgendwie wieder von dort wegkommen. Also egal wo er hinfährt, wir fahren mit. Oh, der findet hier sogar einen, mit dem er Whist spielen kann. Ist ja großartig. Ich schaue da mal zu. Es kann nichts Gutes bedeuten, wenn Herr Fogg freundlich ist. Der Kerl, mit dem er spielt, ist jung, gerade mal 20 Jahre und sieht ganz gut aus. Und ist ein meteorologisches Genie. Aha. Ich wünsche ihm mal viel Spaß dabei, wenn er mit meinem Partner sich hier zusammentut, um Whist zu spielen. Und drehe ein paar Runden über die Decks und nehme vielleicht den einen oder anderen Drink zu mir. Soll man hier auch groß anderes machen? Gibt ja nicht viel. Mr. Fogg, wir halten dich schon bei guter Laune. Und dann soll ich mit in den Ballon kommen mit dem Herrn Jokinen. Ich soll ein paar meteorologische Ablesungen machen. Achso, nee, er muss ein paar meteorologische Ablesungen machen, aber man könnte ja ein Picknick draus machen. Ja, da bin ich dabei. Aber ich höre genau auf das, was er mir sagt. Bin gern in seiner Gesellschaft. Der sorgt schließlich hier dafür, dass alles richtig läuft und der hat die Failsafes gebaut. Der ist wichtig, dem darf nichts zustoßen. Eine Stunde später klettern wir die Leiter hinauf in den Ballon und ich passe auf, dass ich besser nicht nach unten schaue. Es ist nämlich ziemlich hoch und ich
kann es mir nicht verkneifen. Ich muss einfach daran denken, wie ich vor kurzem aus dem Gyrocopter gefallen bin. Der Mr. Jokinen hilft mir hinauf. Und wir fallen in die Gondel des Ballons. Hey, ich war mal Akrobat, ja. Nenn mich Witty. Aha. Sicherlich kennen wir uns jetzt schon ganz gut. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Dann machen wir wirklich ein Picknick hier oben. Ich dachte, das wäre jetzt ein Witz. Aber es gibt Walfleisch und Müsli. Ha, großartig. Und eine Kerze für ein bisschen Romantik? Nein, Zivilisation. Und dann gehe ich auf das Beobachtungsdeck und schaue mit ihm zusammen auf die Icewalker runter. Und auf den endlosen Himmel. Ich fühle mich, als würde ich treiben. Witty lächelt schüchtern. Und wir gehen zurück nach drinnen, um zu Mittag zu essen. War das ein Flirtversuch von Witty? Es war alles hier so auf Romantik ausgelegt. Aber nein, nein, danke. Keine Romanze, wenn wir am Nordpol sind. Da kann man schlecht fliehen. Moment, was? Der Pilot des Icewalkers schmeißt einen Kuchen auf den Navigator? Was denn hier los? Nein, das ist kein Euphemismus. Oha. Und es ist auch kein Streit unter Liebenden? Ha. Ich belausche ihren Streit mal. Es geht darum, dass wir ein paar Grad vom Kurs abgewichen sind und sie geben sich gegenseitig die Schuld. Moment mal, wir haben einen Kurs? Ach so, wir schauen einfach nur auf den Kompass und rufen Nord, Tally-ho. Ja, ist das nicht das, was wir machen sollten? Der Kompass führt immer nach Norden, oder? Tja, ja, also die streiten hier heftig, wer denn jetzt schuld ist. Und ich sage vielleicht was Sabotage. Oh, ob ich denke, dass es einer von uns war. Ah, verdammt, ich will hier eigentlich keine Verdächtigungen anstellen. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Möglichkeit. Wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Gut, die sind sich wieder einig, die schütteln sich die Hände und wir können weiter voran. Hoffe, ich habe ein bisschen hier mit dem Vorschlag, dass es jemand anderes gewesen sein könnte, die Situation entschärft. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie wir hier vom Weg abgekommen sind. Aber, tja, so viel gibt es nicht zu sehen. Die Navigationskarten sind alle unter Verschluss oder gut bewacht. Und die Instrumente, die sind so empfindlich und komplex, dass sie ganz leicht kaputt gehen könnten. Ich lausche mal nach ein bisschen Getratsche. Der Chief Navigator ist ein Brite und hatte einen Skandal mit einem Earl in ihrer Jugend. Der Pilot hat einen geheimen Vorrat an grünen Äpfeln in ihrer Kabine. Ist auch eine Frau. Beides Frauen hier. Harmlose Dinge und nicht von viel Wert, diese beiden Gerüchte. Naja, bald sind wir da. Bald, bald, bald. Und dann kommt der spannende Teil, wie wir wieder wegkommen von dort. Noch 2 Tage, dann sollten wir dort ankommen. Ein Tag, an dem nicht viel passiert. Ein Küchengehilfe hat das Essen versalzen. Na toll.
Und wir kommen auf dem Eis gut voran. Aber ich kann nicht sagen, wie man das erkennen kann. Die anderen sagen zumindest, wir kommen gut voran. Reden bringt weiter nicht viel hier. Ich kümmere mich um Herrn Fogg. Und dann spähe ich mal in den Navigationsraum, nur um Hallo zu sagen. Der Pilot und der Navigator streiten sich mal wieder. Soll ich einen Kuchen bringen? Ja, da können Sie nicht drüber lachen. Zu schade. Wir sind schon wieder 2,5 Grad vom Kurs abgekommen. Das passiert doch sonst nie. Also es ist wirklich Sabotage. Nein, die Instrumente sind nur unzuverlässig. So nah am Nordpol, sagt der Pilot. Und der Navigator meint, was? Du denkst, ich habe das nicht mit einberechnet? Die magnetische Interferenz? Du Schwein! Ich gehe dazwischen. Wir können uns hier keinen Streit leisten. Oh, da fliegt schon eine Faust und ich gehe zu Boden. Oh Gott, es tut mir so leid. Geht es euch gut? So gut es einem in diesen Umständen gehen kann. Sie entschuldigen sich und ich gehe zurück in meine Kabine. Noch einen Tag. Wollten wir nicht heute ankommen? Oh. Disaster has struck. Und damit endet dieses Abenteuer hier für heute.